Lieber Arve, liebe Taufgemeinde, liebe Gemeinde, das ist heute ein besonderer Anlass und das ausgerechnet am zweiten Sonntag im Advent, der immer dieses schwierige Thema hat, dass wie kann das sein, dass wir hier auf der Erde von Gott was merken. Auch der Predigttext hat mit diesem Thema zu tun. Der kommt aus den 63. und 64. Kapitel des Jesaja-Buches und geht so. Ich lese mal aus der guten Nachricht vor. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater. Unser Befreier, das ist seit Urzeiten dein Name. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchten? Wende dich wieder zu uns. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das dir gehört. Es war nur eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist dein Heiligtum von den Fremden entweiht. Es ist, als wärest du nie unser Herrscher gewesen und als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Du bist gut zu denen, die gern das Rechte tun, die an deine Gebote denken und danach handeln. Uns aber hat dein Zorn getroffen, dass wir dir nicht gehorsam waren. Hilf uns! Rette uns, wir alle sind von Unrecht befleckt, selbst unsere allerbesten Taten sind unrein wie ein schmutziges Kleid. Wir sind wie verdorrtes Laub, das der Sturmwind packt und fortwirbelt. Das ist die Strafe für unsere Schuld. Niemand hat dich beim Namen gerufen und dir die Ehre gemacht. Niemand kam zur Besinnung und hielt sich an dich. Denn du selbst hattest dich von uns abgewandt und gabst uns die Folgen unserer Sünden am eigenen Leibe zu spüren. Dennoch, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Wir alle sind von deiner Hand geschaffen. Darum sei nicht so zornig auf uns. Trag es uns nicht immer nach, dass wir so schwer uns vergangen haben. Wir alle sind dein Volk. Sieh uns doch freundlich an. Die Städte, die dir gehörten, sind verwüstet. Ein verlassener Trümmerhaufen ist Jerusalem mit dem Zionsberg. Unser Tempel wurde ein Raub der Flammen. Die heilige, herrliche Stätte, an der unsere Vorfahren dich priesen.
Zerstört ist alles, was uns lieb und wert war. Kannst du das alles mit ansehen, Herr? Rührt es dich gar nicht? Schweigst du denn dazu? Lässt du uns vollends zugrunde gehen? So, ihr merkt, es ist schon gar nicht so einfach, das vorzulesen. Nicht nur, weil die Schrift klein ist, sondern weil es so gar nicht in das Bild eines liebenden und fürsorglichen Gottes passt. Aber sowas kommt ja vor. Also der ganze Text ist ja ein einziges Konglomerat, ein einziges zusammengeballtes Gebilde aus Anklagen an Gott, Klagen über die Verhältnisse, wie sie sind, Selbstanklagen und allem möglichen anderen, was der Mensch nicht gerne hat. Und Kern der ganzen These ist, Gott, wo bist du? Wir merken nichts davon. Und das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema, weil das zu einem Lebensgefühl gehört, das die Mehrheit unserer Gesellschaft betrifft oder worin die Mehrheit unserer Gesellschaft sich aufhält. Von einem Gott merken wir nichts. So, wie will man in einem solchen Umfeld an Gott glauben? Wie kriegt man das hin? Das ist gar nicht so einfach. Man will ja auch nicht sich sozusagen von der Welt verabschieden und sagen, ich mache mir hier mein Paralleluniversum, da ist alles gut drin und da glaube ich an Gott und alles ist schön und ich fühle mich auch ganz gut dabei und was mit der Welt ist, das geht mich nichts an und interessiert mich auch nicht. Das läuft ja nicht so. So können wir ja gar nicht leben. Also wie können wir inmitten dieser Welt an Gott glauben? Um die Sache mal auf den Punkt zu bringen, denn es ist mir vor ein paar Tagen eine Fotomontage begegnet, die ist natürlich auch als Karikatur gemeint und die geht so. Stellt euch vor, wer wird Millionär? Jeder kennt, wie das aussieht. Aber auf dem heißen Stuhl sitzt jetzt nicht der Kandidat, der da Fragen beantworten will, sondern sitzt der Papst. Und unten drunter eingeblendet ist die Frage, wie steht Gott zur Corona-Pandemie? Und dann sind da vier Antworten, A, B, C, D, wie bei Wer wird Millionär? A, er weiß nichts davon. B, er weiß was davon, kann aber nichts machen. C, er kann was machen, aber will nicht. D, er hat den ganzen Schlamassel verursacht. So, das sind ja Fragen. Das kann man ja nicht so vom Tisch wischen und sagen, ach, das geht mich nichts an. Wie kann man in einer solchen Welt, in der von Gott nichts zu spüren ist, doch an ihn glauben? Also, ich meine, ich frage das jetzt in gewisser Hinsicht rhetorisch, denn ich stünde nicht hier, wenn ich nicht selber an ihn glauben würde. Nur, wie geht das? Ich habe ja Jahr für Jahr, wenn ich mit Konfirmanden zu tun hatte, wie ja eben auch mit dir, hatte ich ja immer die Schwierigkeit, wie kann ich das begreiflich machen? Und die Schwierigkeit bleibt. Und doch, mittendrin in diesem langen Text steht ein Vers, den übersetzt wurde so: Kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört einen Gott, wo du Gott bist. Das ist mitten in dem ganzen Konglomerat von Klage, Anklage, Selbstvorwürfen ein Licht. Und es ist doch ein zweifelhafter Lichtblick. Kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört, einen Gott, wie du Gott bist. Für den Beter scheint bis zum Schluss zweifelhaft zu bleiben, ob es einen solchen Gott, wie er ihn anruft, überhaupt gibt. So, was machen wir jetzt? Also für mich ist ganz wichtig der Blick auf Jesus Christus. Der ist ja, weil wir sein menschliches Schicksal kennen, ist der für uns greifbar. Und der hat ohne Netz und doppelten Boden, also ohne Absicherung, sein Leben ganz in den Dienst der Vorstellung gestellt, dass Gott alle Menschen bedingungslos liebt. Und wenn die das nur wahrnehmen würden, würde unter ihnen etwas aufkeimen, das macht die ganze Welt gut.
Und von diesem, was da aufkeimen kann, hat Jesus immer wieder erzählt. Und er hat erzählt in einer Art und Weise, die eben gerade nicht so ist. Da ist der König und der befiehlt und machen alle, was der König sagt. Nee, andersrum kommt es gut raus. Da ist eine Frau, die hat einen Klumpen Sauerteig vom letzten Brotbacken übrig behalten. Jetzt hat sie eine große Schüssel mit Mehl und Wasser und da rührt sich dieses bisschen Sauerteig drunter und rührt und rührt und rührt. Und wie es alles gut durchmischt ist, stellt sie hin, Handtuch drüber und wartet. Und oh Wunder, der ganze Teig geht auf. Von unten her keimt es. Und zwar im Blick auf genau den Jesus, der nämlich diese Geschichte in Gang gesetzt hat hier auf der Erde. Für uns. Und wir wissen alle, dass am Ende er am Kreuz hing und da auch gesagt hat, wie jeder andere das sagen würde, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Netz und doppelten Boden gibt es nicht. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Leben gelingt, nur weil ich gerade mal an Gott glaube. Es gibt aber, das habe ich im Zusammenhang mit der Taufe ja schon gesagt, diese wunderbare Verbindung, dass wer hier getauft ist, schon verbunden ist mit dem, der den Tod überwunden hat, der sich als stärker erwiesen hat, als der Tod ist. Das zaubert die Probleme nicht weg, aber gibt Kraft. Da bin ich bei deinem Taufspruch. Der Herr gibt mir Kraft und weist mir den rechten Weg. Wie macht er das? Ich kann dir nicht sagen, wie er das bei dir macht, aber ich kann erzählen, wie er das bei mir gemacht hat. Er hat mich, das sind ja alles sogenannte Zufälle, er hat es dahin gebracht, dass mein Schulchor aufgelöst wurde, weil der Musikschullehrer das nicht mehr aushielt mit uns und mit der Schule. Der war dann nicht mehr da. Dann habe ich mir einen anderen Chor gesucht und habe den gefunden in meiner Kirchengemeinde. Und dann ich so als so gerade im Stimmbruch gerade damit beschäftigt, meine männliche Stimme kennenzulernen, komme in diesen Chor und was singen wir? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Schwere Texte in Musik gefasst, in Schönheit gehüllt und mit tiefen Erkenntnissen darüber, welch tragische Figuren wir Menschen auf dieser Erde sind. So fröhlich wir oft auch sind, oft genug sind wir die tragischen Figuren und wissen nicht, was uns geschieht. Gerade die Pandemie bringt uns das ja überall zu spüren, dass wir nicht wissen, wie uns geschieht. Ja. Und da hat sich für mich eine Verbindung zum Glauben hin gefunden, von der ich immer den Eindruck hatte, die war schon da, aber ich habe sie nicht gemerkt. Sie wurde mir bewusst. Und dann ist es passiert, dass der Chorleiter mich einmal auf einer Chorfreizeit angesprochen hat. Und zwar angesprochen, nachdem ich bei der abendlichen Hausandacht das Stückchen aus der Bibel vorgelesen hatte, das dran war. Da hat er gesagt, Detlef, hast du mal darüber nachgedacht, Pastor zu werden? Ich habe gesagt, nö. An meiner Wiege war was gesungen worden von Biologie und Medizin, irgendwas Naturwissenschaftliches, was Menschen helfen könnte. Aber noch nicht Theologie. Beide meine Eltern hatten mit dem ganzen Himmelskram ausgesprochen schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, mit den Leuten, die diesen Himmelskram vertreten auf dieser Erde, hatten beide meine Eltern schlechte Erfahrungen gemacht. So, also ich, mein Chorleiter spricht mich an, sag mal, Detlef, hast du dir mal überlegt, Pastor zu werden? Ich habe gesagt, nö. Aber es hat mich ans Nachdenken gebracht. Und jetzt will ich nicht die Einzelheiten erzählen. Ich habe das, wenn man so will, mit mir alleine ausgemacht, aber ich habe immer welche gefragt. Ich habe meinen Pastor, meinen Konfirmationspastor gefragt, sag mal, sagen Sie mal, den habe ich natürlich gesiezt, das war damals nicht so üblich, sagen Sie mal, was halten Sie davon? Er hat mir gesagt, zieh dir ein Netz ein, einen doppelten Boden, nimm ein anderes Fach noch dazu, damit, falls dir der Glaube abhanden kommt, du was hast, wovon du leben kannst, ohne unglücklich zu werden. Denn wenn man ein Leben lang den Leuten was sagen muss, woran man selber nicht glaubt, das ist ein Unglücksrezept. Da hat er Weise dran getan, aber ich habe nicht auf ihn gehört. Ich habe dieses Netz nie eingezogen. Wen ich am allermeisten gefragt habe, ist der liebe Gott. Ganz fromm, mich in mein Kämmerlein verzogen, gesagt, lieber Gott, was soll ich denn machen mit meinem Leben? Welchen Beruf soll ich denn ergreifen? Soll ich in die Medizin gehen?
Mein Numerus Clausus hätte mir ein goldenes Brückchen gebaut, das ich sofort hätte anfangen können. Soll ich, wie mein Bruder, das mit der Chemie versuchen? Soll ich in die Biologie gehen? Oder soll ich, das war auch so ein Spiel von mir, Instrumentenbauer werden? Oder, wie mein Chorleiter sagt, Pastor? Und ich habe einen Hinweis bekommen. Den habe ich hier drinnen bekommen. Er hat mir keiner mit einer hörbaren Stimme diesen Hinweis gegeben. Ich habe einen Hinweis bekommen, hier drinnen. Fang an und versuch's. Und sieh, wohin es dich führt. Und dann bin ich losgegangen in mein Studium und habe gesagt, ja, wohin soll mich das wohl führen? Der liebe Gott, der weiß schon, wo er mich haben will. Habe angefangen zu studieren und habe im Studium dann Leute kennengelernt, die gesagt haben, Detlef, du studierst Theologie? Die machen doch dir deinen Glauben kaputt mit ihrer Theologie, mit ihrer ganzen Wissenschaftlichkeit. Ich habe gesagt, das wüsste ich aber. Der liebe Gott weiß, wo er mich haben will. Und wenn ich durch mein Studium eine Wahrheit erkenne, die mein bisheriger Glaube nicht hat wahrhaben wollen, kann doch mein Glaube darüber nur stärker werden, weil er in Wahrheit gründet und den Verstand nicht abschaltet. Ja, und heute bin ich hier und heute nach Jahrzehnten, ich bin jetzt auf der Lohnliste der Kirche etwa 40 Jahre lang, nach 4 Jahrzehnten kann ich sagen, ich bin froh, dass ich diese Wahl damals getroffen habe. Das war genau das Richtige. So, und jetzt, lieber Abel, das wünsche ich dir auch, dass du genau das findest, dir Rat holst überall, bei allen Leuten, die dir lieb und wichtig sind, aber am Ende hörst, welchen Hinweis du hier drin kriegst, dann wirst du wissen, was du mit deinem Leben anfangen kannst und wohin es dich führen wird. Und dann bewahrheitet sich genau dein Konfirmationsspruch. Der Herr gibt mir Kraft und weist mir den rechten Weg. Und das ist die ganze Geschichte. Mehr habe ich euch heute nicht zu sagen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.